Leute, eine Sekunde bevor es losgeht, im Hey-Shop sind schon einige Sachen ausverkauft. Also falls ihr noch was vor Weihnachten bekommen könnt, dann schlagt jetzt zu. Die wunderschönen sexy Hey-Police sind natürlich auch am Start. Ich habe heute den ganzen Tag verbracht, Autogrammkarten zu unterschreiben, denn ihr kriegt bei jeder Bestellung eine kostenlose Autogrammkarte dazu. Vor Weihnachten kommt das Ganze noch an, also let's go. Leute, wir sind mal wieder rein und ich habe eine kleine Überraschung für dich, eine ganz kleine. Und zwar, Leute, haben wir uns ein riesiges Iglo gekauft. Das sieht noch nicht so Iglo-mäßig aus, aber gleich wird es ein riesiges Iglo sein. Es ist 8 Meter groß. Lea wird heute Nacht mit mir in diesem Iglo übernachten. Ja, ich habe Lea gesagt, es wird kalt, das heißt, sie muss auch immer ein paar Sachen mitnehmen, aber sie weiß natürlich noch nicht, dass wir in einem riesigen Iglo sind. Kann das sein, dass wir das Fallschirm haben, Digga? Wir haben das Fallschirm aufgebaut. Wir haben das Fallschirm, Digga. Oh. Ja, Fallschirm. Alles ist scheiße. Alter, wie krank du aufgehst. Tada! Alter, ist das krank! Johannes, guck dir das an! What the fuck? Ist das anders riesig? Okay, bevor wir reingehen, würde ich sagen, holen wir mal Lea das. Lea! Komm runter! Du weißt ja, was heute ansteht, ne? Wir machen eine Challenge. Wieder. Es ist wieder Challenge-Time. Komm runter, runter, runter. Dann. Leute, wir sind richtig kalt. Wir werden auf jeden Fall heute nicht gegeneinander antreten, sondern miteinander. Wow. Toll, oder? Komm mit runter, der. Ich zeig dir, wo wir heute übernachten. Lea, komm her. Los, hör auf. Ich mach nichts zu schlimm. Okay, Lea, bist du bereit? 3, 2, 1. Was ist das denn? Ein riesiges Iglu. Komm wieder. Das ist wieder mega toll. Wird scheiße. Nein, es wird mega gut. So. Mach dich bereit, Lea, wir ziehen ein. Bereit, das von innen zu sehen? Ich hab's noch nicht gesehen. Bin bereit. Oh mein Gott. Geil, oder? Draußen ist es gerade 1 Grad, Leute. Und jetzt werden wir hier in unserem Iglo übernachten. Es wird auf jeden Fall Hammer, Leute. Das Video ist auch sehr gut weihnachtlich heute. Es hat heute gar nicht geregnet. Perfektes Wetter für ein Video. Es wird einfach nur toll. Es wird eiskalt und toll. Okay, Leute, ich würde sagen, richten wir uns mal ein. Okay, meine Freunde, wir haben jetzt hier unsere Decke. Lea hat auch eine Decke und da sind unsere Utensilien drin, die wir brauchen für die Nacht. Denn wenn wir jetzt hier einmal reingehen, dann sind wir im Iglo und dürfen nicht mehr raus. Rein da, Lea! Wuhu! Es ist so toll. Es ist kalt, jetzt schon. Hieran sieht man auch, wie warm es hier gerade drin ist. Ja, Leute, ich würde sagen, richten wir uns mal ein. Lea, ich nehme die Ecke hier, ne? Du kannst die Rasendecke nehmen. Na gut, komm hier bitte. Es ist wirklich sehr, sehr kalt hier drin und deswegen habe ich mir was Tolles überlegt. Lea, du darfst es nicht sehen. Doch bevor es so richtig losging, wurde es Zeit für einen Prank. Ich habe auch eine! Schnee! Schnee! Kommt alle aus dem Haus! Die Welt sind wie gebudert aus! Es schneit! Stopp. Leute, Mann, es sollte nur ein kleiner Scherz werden. Naja, jetzt sieht es hier wenigstens weihnachtlich drin aus. Wir sind gerade mal eine Minute hier drin und es sieht schon so aus. Ja, Leute, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt meine Taktik, wie ich hier die Nacht drin überleben werde. Und zwar habe ich mir Wärmepflaster gekauft. Oh ja, Lea, ich werde mir richtig warm sein die ganze Zeit. Guck mal, wie kalt es da ist. Ich habe bessere Methoden. Oh mein Gott, Leute, guckt euch diese geilen Wärmepflaster an. Die Wärmepflaster werde ich mir jetzt auf den ganzen Körper kleben, damit mir die ganze Nacht warm ist. Tja, Lea, so eine gute Idee hast du nicht, ne? Hä, was ist das? Das sind Taschenwärmer. Die werde ich mir auch überall hin tun, damit mir richtig schön warm. Tja, Lea, ich habe aber Pflaster, die werden die ganze Zeit da kleben bleiben. Mir voll egal, deine Pflaster, die sehen aus wie Schuss. Die sahen wie so ein Vollidiot mit so einem Bauch weg unter Hose. Lea! So, komplett voll gewärmt. Das letzte Mal ich mir um die Stirn, damit mir auch an der Stirn nicht kalt ist. Warte. Nein, du musst Leute, geil, da haben wir's. Lea, jetzt zeig mir mal deine schon tolle Taktik. Yeah. Boah, es wird jetzt schon richtig warm. Geil! Lea, ich glaube irgendwie, das sieht nicht so effektiv aus. Das ist super. Bist du dir sicher, Lea? Ja. Deine Idee ist kacke! Nein! Okay, Lea, ich würde sagen, wir machen die Challenge doch nicht zusammen. Wir werden doch Feinde. Ja. Okay, dann sind wir jetzt doch Feinde. Also, Lea, wer als erstes dieses Iglo verlässt, verliert. Okay. Moritz meinte, er hätte die super Idee mit seinen Wärmepflastern auf dem Körper. Aber ich werde jetzt was holen. Das ist gar nicht zu schlagen. Für mich ging es nicht. Lea, du verlässt das Iglo. Du darfst das Iglo nicht verlassen. Okay, wenn man Utensilien holt, dann darf man kurz rausgehen. Los, geh raus. So, ich habe mir hier so einen schönen Heizkörper organisiert. Aha.
Hast du die organisiert? Ich habe mir Hilfe geholt und jetzt wird mir das hier schön in meinen Platz getragen. Und dann wird mir warm. Und vor allem wärmer als Moritz. Wer, was ist das? Was hast du hier gemacht? Die brauche ich gar nicht mehr. Ah, du brauchst die nicht mehr? Nein, bitte. Du hast einen riesigen Halssplitter, darf ich die haben? Nein! Nein! Hör auf. Ah, wo ist mein Pulli? Tu jetzt die Scheiße weg. Tu bitte die Scheiße weg, Lea. So, Lea. In der Nacht wirst du dich noch wundern, ne? Wie toll das hier ist. Lea, hast du nicht auch ein bisschen Hunger? Ja. Mir knurrt der Magen. Also hat hier jemand Hunger? Hunger? Ich hab Essen. Warte, ah, wie bei mir zu Hause. Ich hab. Lea, schockiert. Gutes Essen! Gutes Essen! Schau doch mal! Oh mein Gott! Leute, falls ihr nicht wisst, was ist, das ist der ekligste Fisch der Welt. Delikatesse! So reagieren die Leute darauf, wenn sie das öffnen. Oh mein Gott, das stinkt so nach Scheiße! Das stinkt so krass, beim kleinen Schmerz. Wir müssen wieder rein, sonst die Challenge schon läuft. Okay, 3, 2, 1. Ich dachte, das wäre eine Delikatesse, du Arm. Er ist sogar noch hier, es ist an dir. Meine Hand, Mann! Ich kotze hier gleich! Okay, Leute, wir müssen hier desinfizieren. Boah, jetzt kommt die ganze Luft raus. Ja. Okay, Leute, das Ganze wird desinfiziert. Das stinkt zwar noch ein wenig, aber ich glaube, wir können wieder rein. Ich habe auf jeden Fall noch was Besseres für uns, Lea. Ich habe immer noch einen Ass im Schuh, weißt du, Lea? Das Essen war nicht so lecker, deswegen habe ich ihm noch ein bisschen was besorgt. Captain Iglo, Leute, weil wir gerade in einem Iglo sind. Captain Iglo Fischstäbchen, Lea. Also ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblings-Challenges bis jetzt. Nein. Ich bin teuer. Lecker. Du bist krank. Lea, ich glaube, ich werde diese Challenge hier gewinnen. Guck dich doch an. Was ist aus dir geworden, Lennie? Ich bin halt ein Iglo-Mensch, Leute. Guck mich an. Du bist zwar ein Freak, aber ich werde niemals verlieren. Das werden wir ja mal sehen. Okay, Leute, ich habe jetzt die Idee, wie ich Lea daraus verjage, denn Lea hat ultra Angst vor Eisbären. Ich weiß nicht, warum sie Angst vor Eisbären hat. Ich habe es vielleicht auch einfach nur gerade ausgedacht. Deswegen habe ich mir jetzt ein Eisbärenkostüm geholt und werde dann als Eisbär reinrennen. Und dann wird sie denken, dass er ein richtiger Eisbär ist und Angst haben und wegrennen. Digga, wie ein Stück Scheiße. Okay, oh mein Gott. Warte mal. Könnte das vielleicht gar kein echter Eisbär sein, sondern Moritz? Jawohl, das ist gar kein echter. Lea, hast du keine Angst? Nein. Okay. Na gut, aber dafür ist mir jetzt hier darunter richtig schön warm. Lea, wird dir auch langsam ein bisschen kalt? Ja. Mir auch. Hier, Lea, ich schenk dir eins. Wir müssen langsam als Team denken. Oh, danke. Leute, er hat geklingelt. Was ist das wohl? Ich schau mal. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist da? Hier ist gar nichts. Du darfst auf gar keinen Fall essen. Du darfst auf gar keinen Fall sehen, sonst wird dir noch kälter. Ja, glaub mir, Lea, da ist nichts. Nichts Schlimmes. Ich dachte, wir wären ein Team. Ich gehe jetzt selber gucken. Lea, nein, guck nicht. Du wirst deine Versuchung nicht unterdrücken können. Ich werde gucken. Nein, Lea. Lea, nein. Lea, nein. Du darfst keine Fett essen, damit dir noch kälter. Aber es ist so lecker und nach diesem Stinkefisch. Lea, nein. Wir haben nichts gegessen, ich weiß, aber du darfst es jetzt nicht essen, okay? Lass das Eis da liegen. Wir werden noch kälter. Wir werden es nicht schaffen. Sie ist komplett geisteskrank geworden.
Ich hatte auch lange kein Essen. Na gut, ich nehme es auch. Eis, Eis. Das war, oh mein Gott, Lea, merkst du es auch? Wird dir auch so kalt? Das war ein Fehler. Boah, das ist so langweilig, Leute. Und kalt. Und kalt. Und was ist da, Lea? Ah! Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott. Ah! Ist euch kalt? Ja. Habt ihr Lust auf eine Party? Ja. Ja. Ich glaube, wir können die Nacht jetzt überleben. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Und ich sehe da Dreck vorbei. Mir hat Spaß gemacht. Okay, Leute, ich würde sagen, richten muss mal. Okay, Leute, ich würde sagen, richten muss mal. Was machst du da gerade? Rockin' in the winter wonderland. You're close and close, you're close and close. Don't let it go back. Pulling on the ring. She's going crazy.